Hallo und willkommen bei meinem 14. Adventstürchen. Ja, heute möchte ich mal darüber sprechen, was ich damit meine, wenn ich sage, finde heraus, wer du wirklich bist und werde gesund und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Ja, wir wollen alle gesund sein, denn ohne Gesundheit, was wollen wir? Was können wir anfangen? Wir leben dann in einer Einschränkung. Wenn wir nicht gesund sind, dann sind wir eingeschränkt, dann sind wir beschränkt, dann leben wir im Gefängnis und wir können absolut nicht von den unendlichen Möglichkeiten profitieren, aus diesen Schöpfen gestalten, kreieren, die uns gegeben sind. Und diese Möglichkeiten, die sind uns halt nur gegeben, wenn wir herausfinden, wer wir wirklich sind. Hallo Maria. Und ich gehe nochmal in diese Meditation, weil mir ist es erst klar geworden, ich habe ja so viele spirituelle Bücher gelesen, wer ich wirklich bin, immer mehr und mehr, als ich verstanden habe, was Dr. Joe Dispenza eigentlich will, wenn er uns in diese Meditationen schickt und wir plötzlich merken, dass wir reines Bewusstsein sind. Reines, hallo Susanne, reines Bewusstsein, hallo Katrin, reines Bewusstsein, das ist das, was wir fühlen und erfahren, wenn wir tief in die Meditationen reingehen und merken, wir sind im Raum, wir sind der Raum, wir sind nichts, wir sind niemand und doch sind wir alles. Und diese Erfahrung, hello, hello, diese Erfahrung müssen wir ganz, ganz oft machen und immer wieder, bis wir wirklich okay damit sind, dass wir eben nicht unser Körper sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir nicht unsere Vorstellungen sind, sondern dass wir eben alles sind oder auch eben nichts sind. Und was heißt es im wirklichen Leben? Das ist ja dieses Wichtige. In der Meditation kommen wir ja ganz gut klar damit und sagen, wow, und schön und entspannend und leicht und sorgenfrei. Aber was heißt es, wenn wir täglich wissen, dass wir eigentlich reines Bewusstsein sind? Was heißt das täglich? Was heißt es im täglichen Leben? Wer bist du? Als wer bist denn du unterwegs? Als reines Bewusstsein. Und Dr. Joe Dispenza sagt ja, ja, du musst eine neue Persönlichkeit werden. Hallo Jürgen, lange nicht gesehen. Du musst eine neue Persönlichkeit werden. Aber wie ist denn diese neue Persönlichkeit? Du entscheidest eben, wer du bist, wenn du als reines Bewusstsein durchs Leben gehst, wenn du als reines Bewusstsein Entscheidungen triffst, wenn du als reines Bewusstsein Intentionen hast. Hi, hi. Ja, das ist so eine wichtige Frage, oder? Sagen, als wer bist du denn jetzt hier? Als wer bist du denn jetzt unterwegs? Bist du als irgendeine lineare Entwicklung einer Erwachsenen, also quasi aufgewachsen aus den Vorstellungen deiner Eltern, erwachsen, herausgewachsene Persönlichkeit. Also das heißt, du schleppst sozusagen diesen Rattenschwanz deiner Vergangenheit noch mit? Oder bist du wirklich jemand, der reines Bewusstsein ist, und zwar immer und jeden Moment, und der tatsächlich mit nichts von dem zu tun hat, mit dem er nichts zu tun haben möchte? Wie bist du dann, wenn du quasi niemand bist, aber auch jeden Tag, wenn du wirklich niemand bist in deiner Arbeit, wenn du zur Arbeit gehst und du bist niemand? Du bist einfach nur Raum und Platz für das, was in deiner Arbeit passiert oder was du machst oder was du wahrnimmst. Du bist einfach nur immer der Raum, in dem diese Dinge geschehen können. Wenn du rausfindest, immer mehr und mehr und sicherer wirst,
wer du wirklich bist, dann brauchst du auch gar nichts mehr zu glauben, dann brauchst du auch gar nichts mehr zu beurteilen, dann brauchst du auch gar nichts mehr abzulehnen oder dich gegen irgendetwas zu lehnen, weil du bist ja einfach der Raum, ein Aspekt, eine Facette von allem, was du siehst, ist eine Facette von dir sozusagen. Alles, was du siehst, ist eine Facette von dir. Und wenn du das alles mal so klar kriegst für deinen logischen Verstand, dann kannst du dich immer mehr und mehr lösen von irgendwelchen Reflexen, Automatismen oder Dinge, die du machen musst oder die zu tun sind oder Glaubenssätze, Paradigmen, die da draußen vorherrschen, sondern du läufst eben wie dieser Beobachter im Raum oder außerhalb des Raums. Du kannst ja immer die Perspektive wechseln und beobachtest die Facetten deiner selbst. Und ich finde das so spannend. Und man kann es sagen, ja, Meditation mit offenen Augen. Aber da wirklich ein Habitus für sich selber zu kreieren und ein Verständnis für sein Ego oder für seinen logischen Verstand und immer wieder diese Perspektiven zu wechseln und dann eben herauszufinden, immer mehr und mehr, wer man wirklich ist und wie wenig man doch mit dem Außen zu tun hat, dass das Außen halt eine Reflexion ist von etwas. Ich sage jetzt einfach nur, es ist eine Reflexion von etwas. Und dann wirst du immer freier und freier und unbelasteter und verlierst jegliche Angst auch. Und wenn du diese Schritte tust, immer mehr und mehr, logisch kommst du dir total abgespaced vor, was wollen denn die anderen in deinem Leben? Aber da musst du eben auch eine Definition finden. Wer sind denn die anderen in deinem Leben und wo gehst du mit diesen anderen um und wer bist du im Vergleich zu den anderen? All diese Dinge, die sind so wichtig, dass man sich für sich selber mal klar macht, dass man eben diesen reinen Bewusstseinsseinszustand halt immer erkennt und leben kann und halt auch einsetzen kann für sich und dann diese Kraft in sich spürt und erweckt und auch erkennt, dass alles so leicht ist und dass alles so einfach ist und dass ja, dass alles durch deine Intention gesteuert wird und dass deine Intention eben völlig unabhängig ist von dem, was mal war, was deine Story ist oder was die Story überhaupt ist und andere Stories, und sondern dass du einfach diese klaren Intentionen dafür setzt, hallo Marina, dafür, wie du leben möchtest. Und wenn du das halt mehr und mehr herausfindest, wer du wirklich bist in diesem Sinne, dann hat es gar keinen Platz mehr für Unperfektion, weil dann weißt du, dass alles perfekt ist. Und wenn alles perfekt ist, dann kann es auch nicht sein, dass irgendwie Krankheit vorherrscht in deinem Vehikel, mit dem du durchs Leben oder durch diese Kreation dich bewegst. Weil es gibt überhaupt keine Kreation einer Krankheit mehr in diesem Sinne. Und auch das Finanzielle ist dann eigentlich auch überhaupt kein Mangel mehr, weil dann merkst du, dass du in kompletter Fülle lebst und in kompletter Kraft und in kompletter Intention. Dass es ganz, ganz logische Konsequenz auch hier sein muss, dass du dafür bezahlt wirst, eben du selbst zu sein, wenn du mal weißt, wer du selbst bist. Und wenn du mal auch weißt, dass eben du Energie bist und das Geld Energie ist und dass du und Geld ein und dasselbe ist. Also jetzt wird es dann schon ein bisschen kompliziert, aber das ist nur kompliziert fürs Hirn und deswegen brauchen wir wirklich eine klare Vorstellung, eine Basis für unser Hirn, wo wir uns dorthin weiterentwickeln können, dass wir merken, ja, hier ist 3D, da bin ich quasi so unterwegs, aber wenn ich mich weiterentwickle als energetische Schwingung in eine höhere Dimension sozusagen, wo dann wirklich alles eins ist, wer bin ich dann? Das ist hier die große, große Frage. Und für mich ist das, für sich selber klar zu kriegen, eigentlich der Schlüssel dafür, dass wir so leben können, wie wir uns das vorstellen, eben in kompletter Freiheit, in kompletter Fülle
und auch angstfrei und auch keine Angst mehr haben, irgendwie zu sterben, zu versagen, nicht gut genug zu sein, weil das so irrelevant ist, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Und deswegen ist es eben wirklich das, wo für mich der Schlüssel ist. Der Schlüssel dazu, dass wir die Dinge haben, die wir glauben, nicht zu haben, weil wir da noch irgendwo im Mangel leben. Aber in dem Moment, wo du für dich dieses klare Bild bekommst darüber, wer du wirklich bist und als wer du durchs Leben laufen möchtest, dann wird alles einfach und dann hast du keine Sorgen mehr. Ja, das war mein 14. Adventstürchen. Solche Sachen versuche ich in meinen Coachings klar zu machen. Nicht vielleicht so super spooky, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern Schritt für Schritt für jeden quasi individuell in solche Häppchen zu verpacken, wie es gerade verarbeiten kann. Aber das ist für mich wirklich das Ziel, dass du morgen aufwachst, weißt, wer du wirklich bist, dich von nichts mehr beirren lässt und einfach diese hohe Schwingung total durch den Tag hindurch leben kannst, als seist du tatsächlich mit offenen Augen in einer Meditation, weil das bist du, weil alles, was du im Außen siehst, ist sowieso nur eine Illusion. Also bist du per se, musst du das eigentlich gar nicht üben, mit offenen Augen durch den Tag zu laufen als meditierendes Wesen, sondern einfach nur eben wiederum wissen, wer du wirklich bist und schon machst du das automatisch. Wie cool ist das denn? Ja, ihr könnt mir ja mal ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr zu diesen Sachen sagt, zu diesen Ansätzen. Jeder hat natürlich seine eigene Art und Weise, die Dinge zu betrachten, seine Rückschlüsse zu ziehen. Deswegen schreibt mir unter die Kommentare und genießt den Tag. Bye!